Steffi, ihr habt den Bürgerentscheid verloren. Was sagst du dazu? Also ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht darüber, weil wir doch für oder wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass doch der Bürgerbegehren kommt und dann natürlich ein Bürgerentscheid und wir sehr, sehr knapp verloren haben. In Lokwart haben über 90% der Bürger für ihre Schule gestimmt. In Jennelt haben auch über 90% der Bürger für ihre Schule gestimmt. Und in Kritzsiel waren es so um die 80%. Wie erklärst du dir das? Wie erkläre ich mir das? Ich denke, dass viele das Thema einfach doch nicht so verstanden haben, wie es ist mit der Bildungslandschaft. Da geht jedem was von an, egal ob alt oder jung. Ich denke, dass viele halt einfach sich da nicht mit angesprochen gefühlt haben. Naja, und wie sieht's jetzt aus? Zieht ihr euch zurück oder versucht ihr noch in absehbarer Zeit nochmal wieder was zu machen oder hat sich das Thema erledigt? Also wir akzeptieren das Ergebnis natürlich so, wie es jetzt gerade ist. Es ist sehr knapp. Natürlich haben wir auch unsere Bedenken der Umsetzung gegenüber. Und da werden wir natürlich nach wie vor weiter hoffentlich auch von der Frau Loden und von der Verwaltung weiterhin in Kenntnis gehalten werden und darüber informiert werden, wie es weiterläuft. Also viele Greziler meinen ja, dass so eine große Kita hier in Greziel auf die Dauer nicht bestehen kann. Und wenn sie hier wirklich so eine große Kita einrichten, dass dann in Pilsum und in Alsum die Kindergärten eventuell geschlossen werden würden. Was sagst du dazu? Also ich denke auch nicht, dass hier in Greziel eine große Kita sinnvoll ist. Klar, Tagesbetreuung sollte es geben, in jedem Bereich auch. Dafür ist dieser Standort aber nicht gut gedacht. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn die kleinen Kindergärten wirklich alle aufgrund einer Tagesbetreuung schließen müssten. Also da ist der nächste Ärger schon fast wieder vorprogrammiert, oder wie siehst du das? Ja, tatsächlich denke ich das schon, weil ich einfach denke, dass jeder, der wirklich seinen Ort liebt und auch seine Betreuung und seine Kinder liebt und auch die Einrichtungen liebt und auch weiß, was dahinter steckt an Sozialem, sollte dafür kämpfen, dass es vor Ort bleiben dürfte. Naja, in Greziel gibt es jetzt schon seit, gab es schon seit mehreren hundert Jahren eine Schule und ja, das ist natürlich schade jetzt, wenn von Einheimischen mehr oder weniger die Sargnägel eingeschlagen werden. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass viele Leute in Greziel gar keinen Bezug mehr zu der Schule haben? Ja. Wie soll ich die Frage jetzt beantworten? Naja, ich meine, es sind viele Leute, die sind kommen von auswärts oder so. Die sind hier nie in den Greziel zur Schule gegangen. Aber es sind doch wohl meistens Grezieler, die für ihre Schule stimmen, die hier auch zur Schule gegangen sind und denen was daran liegt, dass die Schule erhalten bleibt. Glaubst du, dass vielleicht zu viele Leute von auswärts, die wenig Bezug haben zu Greziel, dass die vielleicht für die Schließung gestimmt haben? Ja, also ich denke schon, dass viele Auswärtige, die hergezogen sind, einfach keinen Bezug zur Schule hatten und dementsprechend einfach auch auf Nein gestimmt haben. Allerdings gehört für mich nach wie vor eine Grundschule zu Greziel dazu. Auch für den Tourismus ist es nicht verkehrt, eine Schule hier zu haben. Es sind ja auch Einheimische hier, die hier noch leben und die sollten hier auch den Lebensstandard halten dürfen. Ja, Fakt ist ja auch, dass Greziel, die Bevölkerung von Greziel, einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat. Da hast du dich da schon mal schlau gemacht, welcher Ort die höchste Altersstruktur in der Krummhörn hat? Also richtig schlau gemacht noch nicht, aber ich vermute tatsächlich, dass es auch so in diesem Umkreis von Greziel sein wird, weil Greziel ist halt einfach ein Touristenort, wo auch viele hergezogen sind, um ihr Altersstand glücklich zu verbringen. Ich weiß aber auch, in Lokwart, in der Ecke, sind auch viele hingezogen, um halt einfach dieses dörfliche Leben zu erhalten, zu nutzen. Für den Bürgerentscheid haben über 2400 Leute unterschrieben. Und zur Wahl habt ihr dann etwa nicht ganz 2100 Ja-Stimmen bekommen. Haben die Leute alle irgendwie damit gerechnet, dass es vielleicht sowieso klappt oder sind die einfach zu Hause geblieben? Also im Nachhinein haben wir schon öfters gehört, dass viele Leute eigentlich mit Ja stimmen wollten, es aber verdreht haben tatsächlich und dann aufgrund irgendwelcher Falschaussagen doch Nein gestimmt haben. Und das ist sehr, sehr traurig, sowas im Nachhinein zu erfahren, weil ich glaube, das Wahlergebnis wäre dadurch dann doch anders ausgefallen. Ich glaube, es sind auch so einige Plakate, die ihr aufgehängt habt, die sind auch verschwunden. Also so ganz fair ging die ganze Geschichte dann auch nicht vonstatten, oder?
Nein, wir haben ja immer gesagt, man hat uns Steine in den Weg gelegt. Das war beim Bürgerbegehren so. Das war mit den Unterschriftenaktionen so, dass auf einmal Zettel geklaut worden sind. Und dasselbe ist uns jetzt auch tatsächlich mit den Plakaten passiert. Ich finde es sehr dreist. Ich finde es unmöglich. Das ist keine Wahlkampagne. Das ist keine Demokratie. Man hat dich ja auch ziemlich fertig gemacht in den sozialen Netzwerken. Hast du das jetzt alles so gut überstanden oder hast du es abgelegt mittlerweile? Nein, tatsächlich bin ich da immer noch ein bisschen an Knabbern dran, weil ich einfach auch denke, dass es so viele Falschaussagen waren. Und ich habe mich aus allem rausgehalten, gerade auch aus den sozialen Medien, weil ich einfach denke, auf das Niveau wollte ich nicht runtergehen, bin ich auch nicht. Es tut einfach weh, wenn Lügen so verbreitet werden und die Menschen das einfach glauben. Ja, ich glaube, da ist es am besten, wenn man sich ganz aus diesen, ja, ich sag mal, asozialen Medien raushält, oder? Eindeutig ja. Und ich denke auch, dass das der richtige Weg war. Okay, dann hoffe ich, dass ihr noch nicht ganz aufgebt und warten wir mal ab, was daraus wird. Ich bin auch gespannt, was noch kommen wird.